Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Sons of the Forest mit Voucher und mit unserem Nameless. Schön, dass ihr da seid. Wir haben uns schon mal auf den Heimweg gemacht, aber ich dachte mir, nach dem Stress gestern, gönnen wir uns alle mal einen gemütlichen Heimflug. Ja, die Superhöhe hat er nicht gewonnen, aber es reicht auf jeden Fall, um heimzukommen. Und dann gehen wir erstmal gucken, wie sieht denn das jetzt bei uns daheim aus, wenn es geschneit hat, ne? Ich glaube, wann war der letzte Winter? Ich habe das Gefühl, wir hatten jetzt eine ganze Weile keinen Schnee mehr, ne? So, Leute. Das hat sich gestern auf jeden Fall gelohnt. Und jetzt machen wir daheim ein bisschen uns nützlich. Dann schauen wir mal, dass wir uns als nächstes das Katana holen. Vielleicht sogar recht früh. Ich muss mal gucken. Weil ich hätte schon Böcke, das mal auszuprobieren. Ich glaube, dass das nämlich mittlerweile ziemlich abgeht. Damit wir da nicht jetzt, sage ich mal, am Ende erst dann die besten Nahkampfwaffen haben, weißt du? Nemi friert. Hast du deine goldene Rüstung an? Oder hast du den Winterkittel angezogen gestern noch? Schanz schon wieder vergessen. Wie machen wir jetzt daheim weiter? Ich meine, diese Fallenausläufer, da haben wir jetzt schon einen Teil gebaut. Wir sollten gucken, dass wir die Spikes dran kriegen. Wir sollten gucken, dass wir vielleicht die Blockhütte... Da wollte ich ja oben noch einen Rand ziehen, ne? Jo, jetzt gehen wir mal heim. Uns fällt doch immer was ein. Aber ich dachte mir, so einen gemütlichen Überflug, um wieder runterzukommen. Hier, die Nachbarn haben auch ihr Feuerchen alle an. Da vorne brennt auch ein Feuer und das sieht aber so aus. Haben wir so nah bei uns Nachbarn? Oder ist es mein Base? Ich meine, Kelvin Base erhalten haben wir ja gemacht, ne? Ne, das sind Nachbarn. Ich weiß, über den waren wir, glaube ich, noch nie, ne? Aber die ständig bei uns. So, ich guck mal, dass ich schon mal ein bisschen tiefer gehe. Dass wir da nicht so krass reinschlittern gleich. Naja, da chillen sie sich. Ist es nicht genial? Diese Option im Spiel, wie man sich hier fortbewegen kann, ist einfach super. Hast du Bock auf Spaß, holst das Einrad. Hast du Bock auf schnell, bist du mit dem Kleider unterwegs. Ach, wir haben ja da unten gebaut. Ja, schade, schade. Zack, sind wir zu Hause. Das ist schön. So, checken wir einmal kurz ab. Gehen wir einfach mal kurz raus. Nämlich, ich muss checken, ob du deinen Winterkittel an hast. Hier, ne? Wir haben sogar Rüste. Bauen wir uns gleich mal einen Rüssi-Ständer noch auf. Im Winter ist halt auch super schön. Jetzt pass mal auf, die Fallen müsste ich ja fast wieder aufsetzen, ne? Das können wir vielleicht gleich mal machen. Hier hatten wir ja noch einen Fußabtreterfalle. Fußabtreter, weil sie direkt vors Loch kommt. So. Haben wir auch nur einmal gebraucht gegen diesen blauen, ne? Da war ich ein bisschen verunsichert bei dem. Schub, dubidu. Schub, dubidu. Da ich selber drüber laufen kann. Machen wir hier ein Dreier-Kombo jetzt hin. Machen wir hier eine Dreier-Kombo hin. Zack. Kelvin Base erhalten. Diggerle, ich muss mal gucken, wo du überhaupt bist, ne? Kelv? Der müsste hier irgendwo sein. Hol mal das Navi raus, dann sehe ich ihn besser. Okay, bei den 1000 Millionen Zeichen vielleicht doch nicht. Hi, Diggerle! Macht der Schläfle? Hi? Was geht? Bisschen beleidigt, weil der... Guck mal, ich mach dir mal das Dach zu gleich, ja? Und schon haben wir was gefunden. Ich gehe Holz holen. Aber wir können ja jetzt hier neue Wege beschreiten, ne? Hockt er da hinten drin? Wie gut ist das denn? Alleine. Eigentlich ist nicht schön von mir. Kannst du hier auch? Kurz was da. Aber ich kann ja hier, ne? Ach Gott, ist das eine schöne, herrliche, ruhige Stimmung gerade. Alter, guck mal. Das liebe ich am Winter. Wenn du am Winter so einen Tag hast, wo die Sonne scheint und du hast einen strahlenblauen Himmel,
Halt, nehmen lass. Einer ist wegen einem Farmer nicht rum, oder? So. Ja, wir holen das Katana, Leute. Wahrscheinlich gehen wir morgen schon los. Damit wir dieses Geschnetzel mal mit dem Katana probieren, ne? Irgendwie ist mit der Hitbox aber auch nicht mehr so. Das war doch schon besser. Wie habe ich denn das die ganze Zeit so easy gemacht? Ach ja, ich bin einfach nur näher ans Seil. Mal gespannt, ob heute jemand kommt, nachdem wir jetzt gerade erst die Höhle gemacht haben. So, das müsste reichen, um oben zuzumachen. Und dann will ich oben den Rand gleich probieren. Und wahrscheinlich ziehen wir eben den letzten Laufrand noch raus. Gott, ist das schön. Wie so ein kleiner Märchenwald. Das einzige Nachteil ist, ich hätte das umspannen müssen, aber jetzt ist egal. Jo. Am Ende geht's dann immer irgendwie. Einer ist runtergeschmissen. Gut. So, Kelvin, da mache ich dir hier mal zu. Scheiße. Hier machen wir auch zu. Das müssen wir auflassen. Wollen wir den offen lassen? Ne, ich mach das zu. Findet schon irgendwas, wo er rausrauchen kann. Okay, ich brauche hier viel mehr Holz. Das werde ich gleich mal hochfahren. Also, wir kommen ja von hier rüber. Dann hätte ich gerne hier so eine Art Umrandung gemacht. Das hier würde ich dann jetzt gleich abbauen, wenn ich drüben bin, und würde es hier nochmal neu spannen vielleicht. Dann haben wir hier vor, noch rüberlaufen zu können, oder wollen wir das gleiche Spiel machen wie drüben? Ich glaube, da machen wir dasselbe Spiel wie drüben. So. Den da können wir sogar dafür nehmen. Kelvin, mein Schatz, ich hab dich vermisst. So, warte mal, das wollte ich kurz zumachen, das habe ich gerade gesehen. So, von hier kommen wir ja schon hin, das haben wir ja alles schon gemanagt. Und dann brauchen wir jetzt hier gleich nochmal so eine Dingelchen. Das heißt, drei Hölzer für hier und oben halt auch nochmal jede Menge. Jo, ich hole gerade mal ein bisschen Holz. Ah, da hängen wir doch. Nehmen wir doch die schon mal. Wir könnten natürlich auch ein Süppchen essen und nochmal frisches Holz machen. So, wir kommen aller Wahrscheinlichkeit von hier dann hier rüber. Dann will ich direkt laufen. Wir könnten es hier hin machen. Wir könnten es hier hin machen. Haben wir hier unten auch noch Holz? Nee, ne? Ja, aber das muss ich neu spannen. Das machen wir jetzt auch gleich, komm. Ist so ruhig, gell? Das kann ich doch hier abbauen normalerweise. So. Einmal. Dann würde ich behaupten, spannen wir es nochmal neu nach. Dieses Mal würde ich es eventuell aber von hier versuchen. Kann ich das nicht da drüben anklinken? Es geht bestimmt. Warte mal geschwind. Einfach mal so. Müsste eventuell gehen. Wenn nicht, muss ich es nochmal neu spannen. Dass ich es hier dazu klinge. Wenn es rot angezeigt hätte, wäre es eine Verbindungsunterbrechung. Aber hat es nicht, ne? Jetzt müssen nur noch die Baumstämme oben liegen bleiben. Dann haben wir es viel leichter als vorher. Dong. Nimm mal deine Axt. Mit der bist du ja mittlerweile richtig fit, ne? Gut, aber sie so, landen auf jeden Fall schon mal vorne, also. Das sieht erstmal gut aus, ne? So, komm, wir machen mal eins leer. Dann brauche ich eine 10-mal. Ich hätte mal einen Behälter oben hinstellen sollen. Aber dann komme ich nicht mehr so leicht an die Abschuss. Kann sein, dass sie uns heute in Ruhe lassen, nachdem wir gestern so ein Eck gehabt haben, ne?
Tja, und die Artefakte müssen wir auch mal gucken. Wir haben ja schon einen Großteil, ne? Oh, die sausen hinten raus. Das ist natürlich blöd. Ja, aber wenn ich da später den Rand abgehe, ist auch wieder, ne? So, das haben wir gesagt, machen wir dann von hier, dass wir da rüber gesaust kommen. Dann muss ich dasselbe Spiel machen wie hier. Wäre dann allerdings... Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ach, da stehen die Dinger raus. Deswegen, ich war gerade so überrascht. Wie mache ich es denn? Hier. Und hier. Und zack. Und zack, jetzt gehe ich mit dem rüber und dann habe ich das schon erledigt. Und dann kann ich hier den da schon mal anbringen. Hier fehlt auch noch einer. Nee. Ja, jetzt bin ich aber auch irgendwie gerade im Loop drin. Deswegen holen wir vielleicht morgen das Katana, Leute. Weil jetzt läuft es gerade. Oder lief. Bisher, ich sag mal, es lief. Zack. Schon komisch, dann hast du diesen Stress, freust dich auf eine ruhige Runde und dann ist es dir aber doch ein bisschen zu ruhig, ne? So, jetzt hoffe ich, dass ich noch ein Seil habe, aber bestimmt. Nachladen. Und zwar von hier. Läuft. Läuft. Ich muss es zwei, dreimal probieren. Manchmal habe ich das Gefühl, je nachdem wie du einsteigst in das Ding. Nö, nö, das passt so. Gut. Ist das Kelvin? Ja. Jetzt überlege ich gerade diese Umrandung hier. Wir müssen jetzt mal das ganze Holz kurz rüber schaffen. Ist mal was, Digga. Oh Gott, haben wir die Taschen voll, oder? Herrlich. Herrlich. Jetzt pass auf, weil dann könnte man nämlich tatsächlich da überlegen, noch Blumenkästen dazu zu nehmen. Falls wir unsere eigenen Kräuter anbauen wollen, aber bin ich jetzt gar nicht so verrückt drauf. War jetzt nur eine spontane Idee. Wir müssen das einfach mal angucken. Und dann bauen wir wahrscheinlich nach da drüben. Jetzt sind die Bäume nachgewachsen, gleich die andere Geschichte auf. Und dann müssen wir ein paar Bäume wegmachen und entsprechend die Stümpfe wegmachen, dass sie nicht nachwachsen. Und hinten vielleicht noch ein, zwei mit Fackeln. Ja gut, aber wenn jetzt die Angriffe nicht schlimmer werden, wie sie aktuell sind, brauchen wir nur die Sachen fertig machen, die jetzt angezeichnet sind. Das Einzige, was uns später vielleicht zum Verhängnis werden könnte, ist, wenn der Original Amsi wieder im Land ist. Weil der baut ja auch recht übel ab, ne? So, kannst bald wieder Grexhüpple nehmen und Holz machen, Diggerle. Machen wir es alles runter. Komm, wir verschaffen es jetzt alles heute mal. Das ist dann mein gemütlicher Part heute. So. Nimm mal die da in die Hand. Das wechselt sich schöner. Achso, wenn die jetzt alle hinten runterknallen, nicht hält, ne? Ja gut, aber die wachsen so schnell nach, die Bäume. Irgendwas schnalzt. Das ist richtig geil jetzt hier. Oh. Die sind schön geflogen. Das ist eine Stufe, die kann ich auch nochmal verbauen. Warte mal. Mal schon mal hoch. Und wie viel sind hinten runtergeknallt? Hat doch schon einige, ne? So, pass mal auf. Da habe ich vielleicht überlegt. Könnte man eine größere... Ja, so ist schön. Dann ein bisschen windgeschützt ist. Kelvin genießt sein Base erhalten, ne, weil nichts zu tun ist. Wo hat er den jetzt hingemacht? Ah. Kelvin, entspann dich. Und hier machen wir eins hin, dann sieht es optisch geiler aus. Jupp. Und hier müssen dann die Steine rein. Aber das machen wir jetzt nicht heute. Das ist nochmal eine Stufe. Ach, ich kann da ja einfach hochlaufen. Konnte.
Zack. Ist das die, die ich hochgeschmissen habe? Scheinbar, ne? Hier ist sie. Da machen wir zu. Jo, guck mal, dann haben wir heute am gemütlichen Tag so ein kleines bisschen die Geschichten hier mal erledigt, die noch offen sind, ne? Ah, der merkt sich das immer nur von einem aufs nächste. Deswegen bricht er da ab. So. Wenn ich keins vergessen habe. Läuft. Ich überlege, ob man einen doppelten Rand ziehen. Wie sieht's aus? Wahrscheinlich von unten besser. Ja. Ein bisschen müssen wir schon auf die Optik achten. Ne, dann haben wir hier dieses Ding zum Ankommen. Okay, dann würde ich jetzt aber fast behaupten, dass wir jetzt nicht das ganze Ding rumziehen. Sonst muss ich nämlich jetzt schon Holz holen, sondern erstmal ums Ding gucken. So, hier könnte man theoretisch dann noch einen Steg rüberbauen auf einen Turm mit einer Rampe, wo man dann abspringt zukünftig, ne? Ja, es sieht aus wie ein bisschen ein Kampfrand. Du hast halt alles im Blick. Du brauchst dich nicht irgendwie verkünsteln. Du fliegst nicht so schnell runter. Und dann, bumm, Richtung Front unterwegs. Ah, ich habe noch was vergessen. Ach, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Die kamen ja von der Richtung. Bümsle. Und da, alleine das hier, also hier, das muss ich sagen, gefällt mir schon fast besser wie das drüben. Diese Plattform hier, wenn du dann hier so rausläufst, ne? Und das alles ohne den Boden zu berühren, das ist ziemlich cool. Jetzt will ich das auf die andere Seite auch noch, Leute, kommen. Da müssen wir... Ein bisschen erschreckt er mich ja schon, dass er da ist. So. Ich könnte hier ankommen. Das sieht ja schon mal richtig nice aus. Wo ist denn da der nächste? Das ist der einzige Baum, der mir gerade so... Dann würde ich es aber hier hinbauen. Oder? Hm, ist schwierig. Weil die Wahrscheinlichkeit, ich meine, wenn ich von hier rüberkomme. Wir gucken es uns mal von da an. Taut es schon wieder? Nee, ne? Weil hier ist ja keiner nachgewachsen mehr, ne? Der da könnte eventuell, aber... Bis der da ist. Oder hinter mir das Vogelhaus hinkängt, ne? Da können sie dann reinkommen in die Base. Können sie drüber steigen. Hier setzen wir es hin, das Dingelchen. Gibt es noch ein cooleres? Ja, die sehen zwar schick aus, aber da siehst du dann nichts. Das ist eigentlich die bessere Plattform hier. Ich würde sagen, ungefähr so werden wir es setzen müssen. So leicht schräg, dann können wir direkt hier drüben ankommen. Gut. Soweit klar. Wenn ich jetzt das hier alles wegmache, dann haben wir doch schon unser Ziel erreicht für heute, oder? Letzter Suppenschluck. Aber jetzt sieht man auch die Teile richtig gut. Nameless. Ist es mir gar nicht so aufgefallen? Der war wie Butter für ihn. Das sind aber alles Stickbäume, glaube ich, hier, ne? Da vielleicht. Ah, nicht alles. Ein paar waren noch dabei. Jetzt mache ich die weg, wo die Fackel dran ist. Was im Bad? Pass mal auf. Das hier. Mal gespannt. Wenn ich jetzt außen einlogge, ist Virginia, glaube ich, gleich wieder da. Ne? Aber gestern war sie ja auch bei uns in der Nähe. Und nachdem ich gespeichert und eingeloggt habe, stand sie ja schon direkt neben uns. Das ist ein bisschen tief hier, gell? Mal gespannt. Ein bisschen ist es auch immer ein Überraschungsei. Was sie draus machen, die Besucher, wenn sie kommen. Es geht super schnell mit dem Süpple. Wenn man ein bisschen geskillt hat, ne? Wir sind jetzt bald bei 30 auch in diesem... Was ist denn das Stärkezeichen da? Ein bisschen mehr Leben kriegt man dadurch, gell? Ich weiß nicht, ob es noch einen Effekt hat. So, jetzt gucken wir gleich mal, wie viel noch fehlt. Der nebendran, der wäre halt noch prädestiniert gewesen hier für viel Holz.
Die macht da weg, die Fetten. Mit zwei Schlägen, ne? Oh, leck. Das tut mir leid. Das tut mir leid. So, jetzt kommen schon die Halbdinger. Weil dann haben wir es einheitlich. Und dann können wir wirklich in jede Richtung raus. Egal, wo sie sich gerade aufhalten, ne? War es das mit Holz? Dann mache ich den als nächstes hier. Der bringt ja nur Sticks, der da. Ja, da hängt unsere Rehle dran. Hier hängt die Fackel dran und hier der Elch. Okay, die will ich mir erhalten, dann erhalte ich sie mir. Dann gehen wir hoch. Schauen wir mal von oben. Schupf, die Schnupf. Das ist mager. Hier ist mager. Ja, aber wenn ich den darüber fälle und der Rest runterschmeiß, ist ja jetzt nicht mehr so viel, ne, was wir bauen. Ich dachte, hier oben stehen mehr Bäume, Leute. Wir könnten uns theoretisch sogar, wenn wir da später Bock drauf hätten, hier noch eine Seilbahn hochziehen, falls es doch mal schlimm wird, ne, dann könnte man sogar da flüchten. Aber im Moment haben wir noch nicht die Bedürfnisse gehabt zu flüchten, ne. Kelvin, mein Freund, ich habe die Idee. Weißt du was? Ich spann dich wieder mit ein, oder? Halt. Warte, ich mach's mal weg. Vielleicht lächelt er dann auch mal wieder mit uns. Hallo. Hast du Lust, Stöcke zu holen und, du weißt schon, zu füllen? Sind wir wieder Brüder? Okay. Jetzt gleich wegdrehen. In so einem Moment immer gleich wegdrehen. Dann lächelt er nämlich wirklich. Weil du kannst dir dann einbilden, dass er lächelt. Weil du es nicht siehst. Jo, morgen holen wir uns Katana. Ich bin noch so ein bisschen auf Krawallkurs, glaube ich. Wobei ich glaube, dass die... Das Katana, das erfordert auch nochmal ein ganz kleines Stückle Arbeit. Ich glaube, das ist nicht mehr so, wie das mal war, dass du es so easy peasy kriegst. Wenn man sich's überlegt, in The Forest hast du es dir halt gleich geholt, ne? Das konnte man holen, ohne dass man auch nur einen Ärger bekommen hat. Ja, da gucke ich dann nachher nochmal, wo wir ungefähr hin müssen und dann ziehen wir morgen gleich los. Das war's mit Holz, ne? Aber ist ja fast fertig gebaut. Vielleicht sind die jetzt auch ein bisschen ruhiger, weil sie wissen, dass wir einen Haufen Mutanten bekämpft haben, ne? So, ich brauche aber doch noch mehr. Dann gucke ich mal, dass ich da einen noch rauszirkel geschwind. Der hat nichts. Ich müsste ihn... Naja, ist blöd, warte mal geschwind. Muss ja nicht sein, dass ich sie kaputt mache. Ist da was drin oder warum baust du die nicht ab? Nö. Hat ihn einfach nur nicht richtig erwischt, ne? So, mein Freund. Dann zwirbel den mal davor. Nemi muss pennen. Skelvin da hinten. Ja, jetzt machen wir noch, bis wir nichts mehr sehen. Komm, dann kann er immer noch schlafen. Hoffe ich. Das zeigt sich ja immer erst, wenn man schläft. Oder schlafen will dann. So, letzter. Ach, da war noch ein Geständer, den habe ich gar nicht gesehen. So, guck. Jetzt können wir von hier das rüberspannen. Das probieren wir natürlich gleich. Dann machen wir das heute fertig und dann ist da auch ein Haken dran. Kann sein, dass ich das erst kurz wegnehmen muss hier. Warte mal. Ah. Der Nachteil, wenn man die Türen zumacht. Schub, du, wie du. Ich mache es mal eben auf, falls ich runterfalle. Hier haben wir ja aber eigentlich gedacht, so hoch zu kommen zukünftig. Ne? Diese Seitenstrebe, die kommt ja wieder weg. Dann wäre das da zu, weil ich tatsächlich von hier rüber... Eigentlich wäre es schöner von hier, ne?
Irgendwie verwerfe ich gerade innerlich so ein bisschen die Idee, dass wir da einen Turm hinmachen wollten. Weil er uns halt einfach auch am Ende gar nichts mehr bringt. Ne? Konnte ich es einfach loslassen? Nee. Wieso geht es nicht? Was habe ich drüben anders gemacht? Ah, da weiß ich nicht hundertprozentig, ob das funktioniert. Müssen wir uns kurz angucken. Ja, doch, das geht trotzdem. Da hinten. Ich bin mal gespannt, ob wir durch die Falle durchkommen, ne? Heio geht's. Das Einzige, was ich nicht weiß, ob ich mir weh mache, wenn die dann hochschwingt. Irgendwie ist cool. Ach so, dann ist das Seil blöd hier, ne? Dann ist das Seil blöd. Kann ich das nachträglich setzen? Kann man das nicht nachträglich irgendwie setzen? Weil dann ist das hier wurscht, ne? Dann können wir das hier einfach ignorieren, wenn ich dazu mache. Jetzt interessiert es mich natürlich noch. Wie weit bist du denn noch fit? Nicht mehr so. Dann tu mir mal einen Gefallen, nimm mal den Billigwagen. Hol noch eine Fuhre Holz und dann gehe ich dich ins Bett bringen. Jetzt sind ja fast gehölzer mehr gescheiter, ne? Schubidu. Oh, du hängst hier am Ding. Hi, Kelf! My friend, Kelvin and I. Wie du überlegst, dass wir da hinten letztens den Wald abgerodet haben, bis auf den Stumpen. Obwohl, das sind noch genug Stumpen, sehe ich gerade. Ich wollte gerade feiern, wie schnell die nachgewachsen sind, aber dem ist dann doch nicht so. So. Schöner, gemütlicher Nachhöhlen-Wintertag. Wunder, das echt ist da keiner. Kelvin, geh mal rein. Geh mal rein, machen wir Feierabend, oder? Die Stimmung ist super. So. Wenn nicht ganz reichen, denke ich mal. Spielerei, jetzt hat er's. Wahnsinns-Lichtstimmung, oder? Aber guck mal, Fass. Da war's gerade, gell? Da war's wieder. Wollen wir's fertig machen, bevor ich ins Bett lieg? Das ist nicht mehr viel. Wir sehen fast nichts mehr. Machen wir es im Hellen fertig. Komm, wir stehen noch mal kurz zusammen auf. Hier mache ich wieder zu. Virginia findet rein, haben wir festgestellt. Kelvin ist gerade drin. Dann mache ich hier auch zu. Zack. Vorne noch mal kurz gegenprüfen. Kelvin, mach Feierabend. Komm her. Geh mal ins Bett. Wie ich halt immer Feierabend suche. So. Schlaf gut, Digga. Schön, dass du da bist. Muss ich mal kurz gucken. Nee, nicht den Feierabend draußen machen. Hier ist zu. So, Leute. Ist schon jemand drin, nee, ne? Achtung, fertig, los. Ein schöner Tag. Beziehungsweise eine ruhige Nacht hatten wir. So, Frühstück.
Da ist nichts mehr drin, gell? Kelvin hat sich versorgt, ist kein Fleisch mehr da. Gut, dann gibt's die Büchs. Okay, Leute, wir müssen an Tour gehen. Ich habe gerade in mir das Tour-Feeling eigentlich, merke ich. Gehen wir morgen direkt gucken, dass wir das Katana kriegen. Mit der Ausrüstung, die wir haben. Wir haben ja sogar Muni gespart. Ich meine, gut, ein bisschen geschossen habe ich schon, aber da hatten wir schon ganz andere. Da hatten wir schon ganz andere Momente, ne? So, ich überlege gerade, ob ich mir hier einen Baum raussuchen kann noch geschwind. Der da vielleicht. Der da ist ein guter, den nehme ich. Da hängt auch nichts dran. Den fälle ich jetzt hier rüber und dann haben wir es doch schon. Dann testen wir doch gleich den Fallenweg da. Den Laufweg. Nur nicht aufs Baumhaus drüben rumzünseln, bitte. Sehr cooler da. Kelvin, guck, was ich baue. Das auch gehört? Das letzte Mal, den schreibe ich schon ewig nicht mehr gehört. Könnte es ja. Ach, das Mäusle ist auch wieder daheim. Jetzt ist wieder alles, wie es sein soll. Hi, grüß dich. Soll ich das für dich metzgern? Dann kann ich es hier drin reinhängen. Habe ich jetzt oben alles fertig? Achso, ja, das ist ja zu. Wenn jemand kommt, gehen da rein, ne? Hallo. Ich habe den einen Pfeil verschossen jetzt. Kommt er nicht allein, oder? Wenn hat er aber alles ausgelöst. Man nennt das auch alle Register ziehen. Ah, nee. Sie sind einfach nicht weitergekommen. Wieso hat denn der einen Speer? Das vergesse ich als gern. Nehmen es nein. So. Gut. Mittlerweile, also diese kleinen Trupps, wenn sie gut laufen, und wir haben ja, guck mal, wir haben hier noch nicht mal fertig, ne? Ist schon ganz okay, wie sich das alles macht. Alter. Da hat es auch einen zerlegt. Den habe ich auch nicht gesehen. Jetzt sehen wir sie noch nicht mal mehr, wenn sie kommen. Gut. Was ist denn das da? Ach, die Falle. Da müsste ja theoretisch jetzt einer in meinem Inventar sein, ne? Jo. Boah, was machst du mit dem Knochen? Achso, ja, das Ding müssen wir halt morgen noch überspannen hier, ne? Ja, oder wenn wir vom Katana holen zurück sind. Irgendwie so. Irgendwie ist geil. Jetzt haben wir hier solche Außenposten, drei Stück. Duck, duck, duck. Die könnten wir auch noch mit Brücken verbinden vielleicht. Sollen wir mal spaßhalber gucken, ob das von der Länge reichen wird? Ach so. Na, wahrscheinlich nicht so, wie ich es will. Aber durch das, dass wir da... Das wäre es aber auch gewesen, oder? Das wäre es aber auch gewesen, Leute. Eine ganz knappe Nummer. Eine ganz knappe Nummer. Aber wir könnten zum Beispiel hier eine Zwischenstation bauen. Dann hätten wir einen kompletten Laufring um die Base auf der Halbhöhe. Wenn du hier drin bist, ist überall Fallen, Spikes, Elektrozäune. Tschuk, 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 tschuk. Und jetzt kommt ja das Witzige eigentlich, es hat sich so ergeben, wenn du hier durchbrichst, ach, vereinzelt fallen. Wenn du hier durchbrichst, vereinzelt fallen und erst dann bist du bei uns an der Hütte, ne? Vorher ja nicht.
Also wir haben praktisch 1, 2 bis 3 Ringe der Verteidigung, die durchbrochen werden müssen, wenn man die ordentlich zumacht. So, ich speichere ab. Morgen holen wir uns das Katana, Leute. Morgen holen wir uns das Katana. Das Inventar ist auch noch ziemlich voll, also das passt. Dann freue ich mich drauf. Bin sehr, sehr gespannt, wie es laufen wird und was sie da Neues gebaut haben vielleicht. Wir werden es sehen. Bis dann.